Am Abend des 6. Oktober 1916 starrte Feldwebel Bernhard Rampke vom 2. Matrosenregiment, das in Flanderns Gräben vor Nieuport lag, über die Brustwehr Richtung Feind. Plötzlich sah er ganz deutlich das Gesicht seines Vaters, hörte ihn leise, mahnende, liebe Worte sprechen. Dann wurde die Stimme schwächer und sein Gesicht, ganz eingefallen und wachsbleich, zerfloss im Dunkel der Nacht. Unmittelbar danach griff der Gegner an. Rampke trug mit seinem Stoßtrupp wesentlich zur erfolgreichen Abwehr bei. Am kommenden Morgen wurde er zu seinem Kompaniechef befohlen. Der Feldwebel wusste sofort, was das zu bedeuten hatte. Hauptmann Gilbert überreichte Rampke teilnahmsvoll das Telegramm mit der Todesnachricht des Vaters. Nach schneller Fahrt in der Heimat angekommen, stand der Frontsoldat am offenen Sarg seines Vaters und sah in dasselbe Gesicht wie unmittelbar vor dem Angriff in Flanderns Graben. Bernhard Rampke überlebte den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, brachte es bis zum General der Fallschirmtruppe und wurde mit den höchsten Kriegsauszeichnungen dekoriert.